Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video für unser Seminar Herabsetzen, Schmähen, Beleidigen, Sprache und Invektivität. Heute soll es um Interaktionsrituale gehen. Wir werden uns mit Irving Goffman und mit seiner Theorie des Face beschäftigen, die dann in der Folge in der Linguistik aufgegriffen wurde, in der Theorie der Unhöflichkeit und später dann auch in der Theorie der Unhöflichkeit. Dazu gibt es von mir heute in diesem Video ein paar Hintergrundinfos und ein paar zusammenfassende Bemerkungen zum gelesenen Text. Doch zunächst ein Rückblick auf den Stoff der letzten Sitzung. Wir hatten uns mit Statusdegradierungszeremonien beschäftigt, wie sie Harold Garfinkel beschrieben hat, die wir definieren können als die Transformation einer öffentlichen Identität hin zu einer weniger geachteten Identität. Dafür gibt es in unserer Gesellschaft Institutionen, wie zum Beispiel das Gericht. Aber wir haben gesehen am Beispiel von den Corona-Protesten, dass das Ganze eben auch außergerichtlich durchaus beobachtet werden kann. Wir haben gesehen, dass Statusdegradierungen von einer moralischen Entrüstung getragen werden, die Garfinkel als sozialen Affekt beschrieben hat. Die Entrüstung sorgt dafür, dass die Beschuldigungen im Namen einer übergeordneten Sache ausgesprochen werden, so hatte Garfinkel das formuliert. Also es sind nicht einfach nur persönliche Beleidigungen aus persönlichen Animositäten, sondern man spricht gewissermaßen im Dienste einer Moral und das macht eben die moralische Entrüstung oder auch Empörung dann aus. Die Statusdegradierungen grenzen dann die Beschuldigten aus der sozialen Gruppe. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Ausgrenzungshandlungen auf der Normvertreterseite die Gruppenbindung stärken. Ja, und dann haben wir genau diese Doppelfunktionalität des Invektiven, die auch in der Invektivitätstheorie immer wieder hervorgehoben wird. Und wir können generell in der Folge von Garfinkel sagen, dass herabsetzende und ausgrenzende Rede ein Akt der Gruppenkonstruktion ist, und zwar nach zwei Seiten hin. Nach außen hin, indem eben die Außenseitergruppen als solche konstruiert und eben abgegrenzt werden, aber auch nach innen hin hat es eben identitätsstiftende Funktion. Das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung und wir hatten uns das, wie gesagt, am Beispiel von diesem rechtsextremen Blog PI News angesehen, wo gegen Christian Drosten unter anderem gehetzt wurde. Nun aber zum eigentlichen Stoff der heutigen Sitzung, Interaktionsrituale von Irving Goffman. Irving Goffman, ein Soziologe, einer der ganz wichtigen Soziologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem in der amerikanischen Soziologie, der auch für die Linguistik sehr wichtig geworden ist, denn sein Schwerpunkt war in vielerlei Nuancierungen und Variationen die mikrosoziologische Erforschung von Interaktion, die er in ganz engen Sinne versteht als das gemeinsame Handeln in Kopräsenz, ja, und in wechselseitiger Wahrnehmung. Natürlich kann das auch, wie jetzt in Zeiten von Corona, technisch vermittelt sein in Videokonferenzen, aber man nimmt sich wechselseitig wahr und stimmt sich aufeinander ab in der Interaktion. Und dazu hat er viele, viele wichtige Arbeiten vorgelegt. Er interessiert sich dabei immer für alltägliche Praktiken, also man kann das auch Alltagssoziologie nennen. Und er interessiert sich für alltägliche Praktiken, mit denen Identität konstruiert, verletzt und wiederhergestellt werden kann. Im Englischen steht da immer nicht Identity, sondern Self. Sie können auch selbst sagen. Und die Begegnungen, da sagt Goffman dazu, Encounters, ganz wichtiger Terminus in seiner Theorie. Ja, und diese alltäglichen Praktiken schauen wir uns an. Das ist alles im Windschatten einer schon viel älteren Theorie zu sehen, die George Herbert Mead vor allem begründet hat, die Theorie des symbolischen Interaktionismus, die auch so eine Theorie des Selbst entwickelt hat, wo das Selbst als etwas begriffen wird, was sozial konstruiert ist. Also Mead formuliert, der Einzelne erfährt sich nicht direkt, sondern nur indirekt aus der besonderen Sicht anderer Mitglieder der gleichen gesellschaftlichen Gruppe oder aus der verallgemeinerten Sicht der gesellschaftlichen Gruppe als Ganzer. Ja, also wer ich bin und als was ich mich wahrnehme, hängt maßgeblich davon ab, wie ich glaube, dass die anderen mich wahrnehmen. Ja, und das ist das, was man gemeinhin als soziale Identität bezeichnet. Und genau da setzt jetzt Goffman an mit seinem Begriff des Face.
Wie gesagt, wir haben im Deutschen auch die Redewendung sein Gesicht wahren, sein Gesicht verlieren. Das ist damit gemeint, die in der Übersetzung vorgeschlagene Variante mit Image ist nicht wirklich glücklich. Ja? Also bleiben Sie bitte bei der Theorie, beim Terminus Face. Face wird von Goffman bestimmt als the positive social value. A person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of self delineated in terms of approved social attributes. Ja? Das ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Also es ist bewusst kompliziert mal formuliert. Also ein Wert, den man für sich selber beansprucht, auf Grundlage der Strategie, von der andere annehmen, dass man sie selber in der Interaktion verfolgt. Ja, also hier ist schon angelegt, dass man sich selbst sozusagen in den Termini versteht und definiert, mit denen ein andere belegen. Ja, und deswegen heißt es hier ein Selbstbild in Termini sozial anerkannter Eigenschaften. Und so ein Selbstbild wäre zum Beispiel in meinem Fall, ich trete hier als Dozent auf, Sie treten als Studierende auf, wenn Sie in Ihren Kegelverein gehen, treten Sie als Mitglied eines Kegelvereins aus. Und so ist eben so, wie Sie sich präsentieren, wie Sie sich selber fühlen und das Selbstbild, was Sie von sich haben, natürlich abhängig von den Kontexten, in denen Sie sich jeweils ganz konkret bewegen. Später formuliert Goffman dann auch, dass dieses Social Face, unser ureigenster Besitz ist, ja, und Center of his Security and Pleasure. Also wir fühlen das als etwas sehr Individuelles, aber dennoch ist es eben so, dass es nur von der Gesellschaft ausgeliehen ist, dieses Selbstbild gewissermaßen. Ja, und deswegen erfüllt das Face eine ganz wichtige Scharnierfunktion zwischen der persönlichen, innerlich gefühlten Identität und unserer Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft. Und Goffman sagt eben, dass wir sozusagen das Anrecht auf ein bestimmtes Selbstbild auch verlieren können, wenn wir uns nicht entsprechend verhalten. Also die Gesellschaft kann uns das immer auch wieder entziehen, ja, so wie wir es bei Garfinkel ja auch gesehen hatten. Und dieses soziale Selbst nun, und das ist der entscheidende Clou bei Goffman, weswegen sein Text von rituellen Aspekten in der alltäglichen Interaktion handelt. Er beschreibt nämlich das soziale Selbst, also das Face, als eine Art Heiligtum. Ein Heiligtum, was ist ein Heiligtum? Etwas, gegenüber dem man sich ritualhaft verhält. Und er formuliert dann wie folgt: Acts through whose symbolic component the actor shows how worthy he is of respect or how worthy he feels others are of it. Also wenn wir jetzt miteinander handeln in der Interaktion, dann haben wir einerseits unsere ganz kühl rationalisierten, rational berechneten Zwecke, die wir verfolgen, ja, aber gleichzeitig versuchen wir uns eben auch noch als achtungswürdige Personen selber darzustellen, uns entsprechend achtungswürdig zu betragen und die anderen auch als achtungswürdige Personen anzuerkennen. Und deswegen ist unsere Interaktion quasi durchwoben und gespickt mit vielerlei Achtungsbekundungen, Ehrerbietungen, die immer laufend mitlaufen, ja. Und das wären genau diese rituellen Komponenten. Goffman orientiert sich dabei an der Religionssoziologie von Emil Durkheim, der zwischen zwei verschiedenen Ritualen unterscheidet, mit denen man Heiligtümern begegnet. Wir haben die Ehrerbietungs- und die Vermeidungsrituale. Ich weiß nicht, ob Sie Kirchgänger sind oder Kirchgängerinnen, aber es ist ja so, dass wir manche Gegenstände in Kirchen oder Gottheiten, was auch immer, Heilige wirklich verehren, lobpreisen zum Beispiel. Wir haben aber auch Vermeidungsrituale. Zum Beispiel gibt es bestimmte Gegenden in der Kirche, bestimmte Orte, bestimmte räumliche Abschnitte, die man als normaler Laie nicht betreten darf. Ja, Sie dürfen nicht einfach in die Sakristei zum Beispiel gehen. Sie dürfen auch nicht einfach Ihren Latte Macchiato von Starbucks auf dem Altar abstellen. Das sind sozusagen besonders heilige Orte, die zwar aus der Ferne durchaus angebetet werden dürfen, man darf ihnen aber auch nicht zu nahe kommen. Ja? Und Sie sehen schon, jemandem zu nahe treten, jemanden achten, das sind natürlich auch Dinge, die wir im Alltag miteinander so machen.
Und dann wird eben, dann entsteht in dem Austarieren von Ehrerbietung und Vermeidung das, was Goffman das rituelle Gleichgewicht nennt. Ja? Und das ist was, was normalerweise gilt und wo wir darauf abzielen, dass in unserer Interaktion das aufrechterhalten wird. Wir haben bestimmte Regeln des Takts und wir haben bestimmte Regeln der Rücksichtnahme. Wir achten einander, sind höflich, reden die Menschen mit ihrem vollen Namen an, mit Herr und auch mit Titel möglicherweise in bestimmten formalen Kontexten. Wir halten anderen Menschen die Tür auf, alle möglichen Dinge, die, wie gesagt, taktvolles Benehmen in unserer Gesellschaft regeln. Und natürlich ist dieses rituelle Gleichgewicht immer mal wieder auch bedroht. Es gibt das, was Goffman Zwischenfälle nennt, Incidents, die das rituelle Gleichgewicht mal kurz ins Wanken bringen und dann haben wir eben bestimmte Praktiken in unserer Gesellschaft zur Verfügung, wie wir dieses rituelle Gleichgewicht wiederherstellen können. Das nennt er die korrektiven Praktiken. Also normalerweise, wir vermeiden schon von vornherein, dass es zu solchen Zwischenfällen kommt, aber wenn sie mal kommen, haben wir eben bestimmte Praktiken, wie wir damit umgehen können. Zum Beispiel gibt es bestimmte Entschuldigungs Weisen. Wir können etwas rückwirkend als Scherz reframen, wenn wir merken, dass etwas verletzend angekommen war. Wiederum, wenn andere sich daneben benehmen, dann urteilen wir die nicht gleich ab als schlechte Menschen, sondern gestehen ihnen zu, dass es möglicherweise ein Fauxpas gewesen ist, die sich nicht wirklich im Klaren waren über die Kompetenzen. Ja, und so kann man dann sich wechselseitig versichern, war nicht so gemeint, ist schon okay, vielen Dank. Und dann einigt man sich wieder auf diesen Working Consensus und dieses rituelle Gleichgewicht, von dem Goffman spricht. Nur mal so ein paar herausgegriffene Beispiele, die Goffman in seinem Text nicht wörtlich so nennt, aber beschreibt. Zum Beispiel, wenn Sie gerade im Gespräch sind und Sie müssen aber schnell auf den Zug, ja, und jemand erzählt Ihnen gerade eine Geschichte und Sie müssen das unterbrechen, dann gehen Sie nicht einfach und sagen, ich muss auf den Zug, sondern Sie sagen, du, ich will nicht unhöflich sein, ich würde es mir wirklich gerne anhören, aber du weißt, ich muss auf den Zug. Ja? Und so kann man sozusagen vorgreifend den Gesichtsverlust, den es bedeuten würde, sowohl für sich selbst als auch für den anderen, einfach die Interaktion einseitig zu unterbrechen. Das können wir einfangen durch so ein vorgeschobenes, ich will nicht unhöflich sein, aber. Ja, also wir zeigen, dass wir die Regeln eigentlich kennen und dass deswegen der Verstoß gegen die Regeln nicht ganz so schwerwiegend ist. Interessant ist auch das, was Goffman als Tactful Blindness beschreibt. Nehmen Sie an, Sie sind in der Sprechstunde bei einer Dozentin, einer Professorin oder egal, eine Dozentin. Und die Dozentin hat vom Mittagessen noch Spinat zwischen den Zähnen. Werden Sie das sagen in der Sprechstunde? Frau Nitzke, Sie haben da Spinat zwischen den Zähnen. Ja, werden Sie nicht machen. Ja, Sie werden da galant drüber hinwegsehen. Denn es wäre natürlich gesichtsbedrohend, jemanden darauf hinzuweisen, vor allem jemanden Status höheren darauf hinzuweisen, dass er Spinat zwischen den Zähnen hat. Ja, und das mal nur zwei Beispiele für die Dinge, die unseren Alltag durchziehen, die Goffman in wirklich einer bewundernswerten, mit einem bewundernswerten Blick für die Details in seinen Büchern und in seinen Aufsätzen beschreibt. Ich kann generell die Lektüre von Goffman sehr empfehlen. Gut, und dann aufsitzend auf der Theorie von Goffman möchte ich jetzt noch kurz die daran anschließenden Theorien der Höflichkeit und der Unhöflichkeit vorstellen. Brown-Levinson 1987 haben die Theorie der Höflichkeit vorgelegt, eigentlich schon ein bisschen früher, aber 87 dann als eigenes Buch erschienen. Sie gehen auch vom Begriff des Face aus, den Sie von Goffman übernehmen. Sie führen ihn aber eng, also definieren ihn ein bisschen enger und auch präziser als ein Bedürfnis, was in zwei Richtungen geht. Erstens ein Bedürfnis nach Nichtbeeinträchtigung und zweitens das Bedürfnis nach Anerkennung. Hier spielt genau wieder das rein, was Durkheim beschrieben hatte mit Ehrerbietung und Vermeidung. Ja, also wir haben das Bedürfnis, dass wir nicht beeinträchtigt werden. Andere kommen dem nach, indem sie bestimmte Dinge vermeiden. Und wir haben das Bedürfnis nach Anerkennung, dem kommen andere nach durch Ehrerbietung. Und dann ist es aber so, dass es bestimmte Handlungen gibt in unserem Alltag, die
zumindest das Potenzial haben, gegen dieses Bedürfnis zu verstoßen. Und das nennen Brown-Levinson Face-Threatening Acts. Ich nenne gleich ein Beispiel dafür. Und die Idee nun ist denkbar simpel, dass Höflichkeit einfach das ist, dass wir die potenzielle Face-Verletzung abmildern. Also Höflichkeit heißt, die FTAs abschwächen. Mitigation wird es im Original genannt. Jetzt mal ein Beispiel. Ich möchte einen Kuli haben und jetzt kann ich einfach zu meinem Gegenüber sagen, gib mir den Kuli. Das wäre klar, wäre knapp, es wäre verständlich, unzweideutig. Das Problem ist, es verstößt gegen sein Bedürfnis nach Nichtbeeinträchtigung. Ja, denn Menschen möchten eigentlich selber über sich bestimmen und möchten nicht einfach Befehle erteilt bekommen. Und deswegen können wir das höflicher formulieren. Und wie machen wir das? Zum Beispiel, wenn wir ein Bitte einfügen. Wir sagen, gib mir bitte den Kuli und schon ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wir können auch das hier machen. Wir können das als Frage formulieren. Könntest du mir bitte kurz den Kuli geben? Ja, also wir haben hier bitte, wir haben könntest du als mit dem Konjunktiv und wir haben auch kurz. Ne? Das heißt, hier wird die Beeinträchtigung des anderen, die Beeinträchtigung seiner Handlungsfreiheit nochmals stärker abgeschwächt. Eine andere Möglichkeit, eine ganz andere Art der Abschwächung und der Höflichkeitsstrategie wäre hier viertens, ich kann sagen, sei so gut und gib mir den Kuli. Sie sehen, da ist gib mir den Kuli immer noch als Imperativ formuliert, aber dem wird vorgeschaltet ein sei so gut. Das nennen Brown-Levinson in einer wunderbaren Metapher Ointment, also die Salbung des anderen. Ja, also man schmeichelt jemandem zuerst, um ihm dann im zweiten Schritt ungestraft einen Befehl erteilen zu können. Noch eine letzte Strategie, die interessant ist. Ich kann auch überhaupt nicht explizit sagen, dass ich den Kuli haben will, sondern ich kann einfach so an mir rumnesteln, ah Mist, ich habe meinen Stift vergessen. Und dann kann der andere gönnerhaft, wie er ist, sagen, ach weißt du was, nimm doch meinen. Ja? Und so können wir unser Ziel verfolgen, einen Stift zu bekommen, ohne das wirklich ausdrücklich zu sagen. Und wenn der andere dann dem nicht nachkommen kann oder nicht nachkommen möchte, ist es auch für ihn völlig unproblematisch, denn ich habe ja nur gesagt, dass ich meinen Stift vergessen habe. Ja? Und dann steht es dem anderen frei, zu reagieren oder nicht. Und all das sind Dinge, sind Strategien, die wir ganz üblicherweise verfolgen in unserem Alltag, um Face-Threatening Acts abzuschwächen. Allerdings, und das wäre jetzt der Einwand der Unhöflichkeitstheorie, in allen Theorien bei Goffman und auch bei Brown-Levinson gibt es immer so eine stillschweigende Annahme, die immer mitläuft, nämlich die Idee, dass wir in unserem Alltag eigentlich immer darauf abzielen, dass das rituelle Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Was ist aber mit Situationen, wo das gar nicht der Fall ist? Ja, gibt es nicht auch Situationen, wo das gar nicht das Ziel ist, im rituellen Gleichgewicht zu landen, sondern wo wir ganz explizit die Intention verfolgen, tatsächlich jemand anders zu beleidigen und dafür braucht es vielleicht noch einen eigenen Framework. Ja, und deswegen setzt die Theorie der Unhöflichkeit genau da an, wo auch die Höflichkeitstheorie ansetzt und sagt einfach, Unhöflichkeit, was ist das? Das ist, wenn wir FTAs abschwächen könnten, es aber ganz gezielt und bewusst nicht tun. Ja, mit bestimmten Zwecken, die wir damit verfolgen oder weil es bestimmte Lizenzen dazu gibt in bestimmten Arenen, wie es die Invektivitätstheorie sagen würde. Nehmen wir mal sowas, Sie kennen vielleicht den Film Full Metal Jacket, da ist so ein Militärtrainingscamp, wo die Soldaten gedrillt werden und da gehört es quasi zur Ausbildungsstrategie, die Soldaten zu erniedrigen und laufend unhöflich zu sein, so könnte man sagen. Ja, das Beispiel ist nicht direkt von mir, denn tatsächlich Culpepper et al. Untersuchen Unhöflichkeit zum Beispiel anhand von solchen Militärtrainings, Dokus von Militärtrainings. Ein anderer Fall möchte ich auch noch kurz erläutern, auch das ist vielfach thematisiert worden in der Unhöflichkeitsforschung. Jetzt nicht speziell Dieter Bohlen, aber es gibt natürlich jede Menge Shows,
Casting-Shows, Reality-Shows, die genau das zu Show-Effekten ausnutzen. Dieter Bohlen, Sie wissen das, der kritisiert ja immer sehr hart die Kandidatinnen und Kandidaten oder kritisierte immer sehr hart die Kandidatinnen und Kandidaten bei DSDS, die da ihre Sangeskünste zum Besten geben. Und das wird hier zu Entertainment-Zwecken eingesetzt und auch, ja, Bohlen nimmt kein Blatt vor den Mund und jemandem zu sagen, dass er vielleicht doch besser nicht eine Sängerinnenkarriere oder Sängerkarriere antreten soll, könnte man höflich vermitteln, sagen, ja, ich weiß, es macht dir Spaß, aber vielleicht doch, ne? Nein, er verzichtet auf die Abschwächung von FTAs und bringt sie sozusagen unverblümt vor. Ja, und ist ein bisschen die Geschichte zu erklären, warum sich die linguistische Pragmatik in letzter Zeit vor allem auch der Unhöflichkeit zugewendet hat und wo die wissenschaftsgeschichtlichen Wurzeln liegen. Aber wir wollen uns dann heute in der Sitzung vor allem im Rückgang auf Irving Goffman mit Daten beschäftigen. Es wird um Kurt Krömer gehen. Wir sehen uns dann in der Sitzung. Ich freue mich auf die Diskussion. Bis gleich. Ciao.